Cap & Couch Business Backstage, live bei AlexTV von der U 2013 in Berlin. Und das ist ja jetzt für heute mein letzter Gast, Benedikt Chateau von And Faculty, wo du den Vorsitz und auch den Vorstand letzten Endes machst. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen, Vorsitz bei einem E-Sports-Clan zu sein? Ja, also es ist halt so, dass wir, wie du schon gesagt hast, ein E-Sport-Clan sind. Wir haben 400 Mitglieder. Als Vorstand, klar, gehört die im Verein die allgemeine Verwaltung dazu, Mitgliedsbeiträge, Abmeldungen, so ein Kram alles. Aber bei mir ist halt noch die Aufgabe, dass wir halt Teams haben, die professionell spielen. Die fahren halt über die ganze Welt, da müssen Reisen geplant werden. Wir machen auch in unserem Vereinsheim in Köln, was wir haben, wo wir darauf jetzt hier nochmal zu sprechen kommen, machen wir viele Projekte mit Schülern und Lehrern, Fortbildung, sodass das Thema Computerspiele ein bisschen auch, ja, dieses negative Image, sage ich mal, ein bisschen verliert. Dafür sorgen wir halt in Köln auch durch die Unterstützung der Stadt Köln. Ist das immer noch so, dass sich das hartnäckig hält, Negativ-Image bei Computerspielen, und woher kommt das? Ja, es war eine Zeit lang halt diese Killerspiel-Diskussion durch halt Amokläufe. Mittlerweile ist es ein bisschen dahin verschoben, dass halt dieses Thema Sucht mehr in den Vordergrund gerückt ist als diese Killerspiel-Diskussion. Aber ist es denn tatsächlich so schlimm mit der Sucht? Also man hört das immer aus den asiatischen Ländern, dass die tot vom Stuhl kippen. Wie kann das gehen? Ja, das ist halt gerade in diesen Online-Rollenspielen, World of Warcraft zum Beispiel, wo eben in China halt die Leute ja fast dazu gezwungen werden, Gold zu sammeln und die das zu verkaufen halt auf eBay oder wo auch immer. Sucht ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil viele Spiele eben darauf abzielen, dass man lange spielen muss, um erfolgreich zu sein. Bei diesen ganzen Profispielen ist es eben nicht so. Da ist es halt wettkampforientiert, da hat man dann seine paar Stunden Training und dann war es das. Aber in den Spielen, wo man eben erfolgreich sein muss, wenn man viel spielt, da ist halt die Gefahr hoch, ja. Das sind aber primär dann diese sogenannten MMORPGs, Massive Multiplayer Online Roleplay Games, ein langes Wort. Warum kann das dann nicht bei diesen harten, wettkampforientierten Spielen, wie es bei Counter-Strike oder FIFA ist, passieren? Weil, wie ich das von LAN scanne, früher auch mal gemacht, sitzt du da auch nächtelang. Was ist da der Unterschied? Bist du wirklich so hart an den Rechner gebunden bei diesen Online-Spielen oder Roleplay-Games, dass du gar keine Chance hast zu schlafen? Also bei FIFA oder Counter-Strike, wo man es eben professionell spielt, ist es einfach so, man trainiert halt im Team, das heißt, man hat seine 4, 3, 4, 5 Stunden am Tag und das fordert aber einen mental so stark, dass du danach einfach platt bist. Das ist wie wenn du draußen auf dem Fußballplatz deine 2 Stunden Fußball spielst. Also man ist einfach ausgelaugt und kann auch nicht mehr und hat halt dann auch, ist wirklich fertig. Während man eben bei diesen, auf LAN-Partys oder Rollenspielen einfach die ganze Zeit halt nur gechillt in seinem Stuhl sitzt, ein paar Klicks macht und sich halt nicht wirklich konzentriert. Das ist halt der Unterschied. Wann wusstest du denn, dass du so einen Beruf machen möchtest? Wie kam es dazu? Wie alt warst du auch? Also ich bin relativ spät eingestiegen, erst mit 17. Hab dann meine erste Erfahrung mit Online-Spielen gemacht, Counter-Strike natürlich damals. Hab das viel gespielt, wurde immer besser, kam in ein Team. Bin seit 2003 schon mal in Faculty, war dann da professioneller Spieler und hab mich immer weiterentwickelt, auch in der Persönlichkeit halt. Und 2010 wurde ich dann eben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, halt in den Vorstand zu kommen. Nachdem ich gesagt habe, ich beende meine Karriere, seitdem bin ich im Vorstand. Hast deine Karriere jung beendet, obwohl die Verletzungsgefahr wahrscheinlich relativ gering ist und die körperliche Belastung auch überschaubar. Für welche Menschen, sagst du, ist so ein Job geeignet, jetzt E-Sportler zu werden und dann vielleicht nachher auch in die, Gruppen-Clan-Führung, Vereinsführung zu gehen? Also bei den Profispielern ist ganz wichtig Teamfähigkeit. Also alle, bis auf FIFA sind alle anderen Spiele teambasiert. 5 gegen 5, 3 gegen 3, 2 gegen 2. Und das ist eben ganz wichtig, das merken eben, wenn wir unsere Teams bilden, dass die Leute bereit sein müssen, auch ein bisschen was zu opfern. Das heißt, das Team steht über allem. Das heißt, der Einzelne kann noch so gut sein, wenn das Team nicht harmoniert, hat man keinen Erfolg. Und so in diesem Teamgefüge werden eben Persönlichkeiten entwickelt, wie es von mir auch war. Die Leute kommen in Kontakt mit anderen Leuten und dann merkt man eben relativ bald dann auch, ob dieser Spieler nicht nur Spieler ist, sondern vielleicht auch andere Aufgaben übernehmen kann. Das heißt, eine soziale Komponente spielt eine wichtige Rolle. Sehr große. Und die kann man ja wahrscheinlich auch schon im Vorhinein ein bisschen üben, indem man im Fußballverein ist oder sonst was, um danach in den E-Sport abzusteigen. Was brauche ich denn für Begabung oder Fähigkeiten, um danach auch ein guter Spieler zu werden? Vielleicht Reaktionsschnelligkeit kann ich mir noch vorstellen, weil bei Counter-Strike, wo ich es mal probiert habe, was gehört noch dazu? Also ich weiß nicht, ob man sie unbedingt von Anfang an braucht, aber man erlernt sie auf jeden Fall. Also das merkt es halt im Alltag, ob es im Autofahren ist, durch dieses Spielen habe ich halt eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Aber eben Voraussetzungen, glaube ich, braucht man gar nicht so viel, außer dass man eben sich an ein Teamspiel gewöhnt und dass man eben
halt in schwierigen Situationen einfach auch herauskommt. Das heißt, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man weiter motiviert ist, dass man sagt, okay, ich lehre jetzt für mich, ich möchte besser werden. Also Motivation ist, glaube ich, das Wichtigste. Gibt es denn noch irgendwie was, wo du sagst, mit solchen Tools kann ich mich nachher auf den E-Sports vorbereiten in jungen Jahren? Dass ich, was weiß ich, schnell klicken übe schon bei Windows, obwohl ich noch nicht zocken darf von meinen Eltern aus? Oder was kann ich vorbereiten tun als junger Mensch? Ich glaube, man kann nicht vorbereiten, weil jedes Spiel hat seine eigene Grafik, seine Physik, sein eigenes Spielgefühl. Das heißt, erst wenn man dieses Spiel spielt, lernt man halt, sich damit in die Umgebung, sage ich mal, einzutauchen. Das heißt, wie schnell muss meine Maus sein und sowas, das lernt man ja mit dem Spiel. Das kann man halt vorher nicht pauschal trainieren. Sollte ich dann auch irgendwelche Coding-Skills haben, programmieren? Weil ich habe das mal gesehen, dass dann in irgendwelchen Skripten rumgeschrieben wird, dass auch wirklich der Treffer auf dem Pixel genau ist und irgendwie ein Delay in der Internetleitung ausgeglichen wird oder sowas? Ja, aber es ist bei diesen professionellen Spielen sehr gering. Also es gibt halt Dateien, wo bestimmte Werte drinstehen. Das ist alles auch erlaubt, das zu ändern, sei es von der Lautsprecher, also von dem Volume, wie laut der Sound ist, sei es eben auch über die Sensitivität, die Maus ist. Das kann man halt alles verändern, um welche Tasten man belegt und sowas. Das kann man halt alles anpassen, aber sonst in der Regel alles verboten. Also nur das darf man anpassen, um sein Spielgefühl zu verändern. Ab welchem Alter macht es denn Sinn, anzufangen zu trainieren? Wahrscheinlich so früh wie möglich, aber gibt es auch Quereinsteiger, die, was weiß ich, mit 30 sagen, ich werde jetzt nochmal Pro-Gamer? Nee, die gibt's nicht. Also es ist halt so, dass man halt irgendwann ein Alter kommt, wo man wahrscheinlich einen Computer zu Hause hat, dann das erste Spiel hat, vielleicht einem das Spiel gefällt und dann will man das eben weiterspielen. Also ich weiß auch nicht, glaube ich, ob es jetzt nicht bringt, wenn man sagt, okay, ich fange jung an, weil die Spiele entwickeln sich so schnell weiter, dass man auch nicht sagen kann, okay, wenn ich jetzt mit 14 Jahren das Spiel spiele, und dann vielleicht kann man nicht damit rechnen, dass in 4 Jahren das Spiel immer noch gespielt wird. Das heißt, man muss sich eben auch anpassen. Ja, da hat man, wenn man jünger ist, auch noch größere Pixel als in Zukunft wahrscheinlich und man trifft ohnehin besser, von daher keine gute Übung. Wie muss ich mir denn so einen Tag bei dir in deinem Beruf vorstellen? Du hattest eingangs schon gesagt, es ist auch viel zu organisieren, jetzt gerade dann als Vorstand und nicht nur Hardcore Gaming. Was passiert noch? Wie ist so ein Tag durchstrukturiert? Also es ist halt ein ganz normaler Arbeitstag, wobei bei uns gibt es keine Ende und keine Anfang. Also es vermischt sich so ein bisschen. Wir sind halt für die Mitglieder eben auch nach 20 Uhr erreichbar, weil die dann eben nach Hause kommen. So ein Tag sieht er eben davon aus, klar, dass man seine E-Mails checkt, Messen plant, die Reisen plant, der Teams. Mitgliederanfragen gehen nicht direkt an mich, dafür haben wir einen sogenannten Tutor, der sich darum kümmert, um die nächsten Aufgaben abzunehmen. Aber dann gehört eben dazu, dass man eben neue Projekte plant, konzeptioniert, sich darum kümmert, dass sie ausgeführt werden. Wir haben, wie gesagt, ein Vereinsheim mit 20 PCs, wo wir Spieletester haben. Die Gruppen müssen organisiert werden. Wir haben Projekte, wo man klassischen Sport mit virtuellen Sport verbindet. Die Projekte müssen geplant werden. Ja, das ist halt so mein Ding. Also schon sehr, sehr komplex. Ja. Was sind dabei die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen sind, das alles an einem Tag in den Hut zu bekommen. Also wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, wäre das gut für uns, weil es halt doch momentan eine Menge ist, weil wir halt viele neue Projekte machen. Wir sind eben nicht nur auf der Verein, wir haben noch eine GmbH dahinter, die sich auch um die Profiteams kümmert. Das heißt, da sind Sponsoren an Bord, da müssen Reportings geschrieben werden, also Berichte, wo man den Sponsor informiert, was die Teams gemacht haben. Budgetplanungen, neue Gespräche mit Partnern, also jede Menge ist das. Was sind für dich Highlights? Wenn du jetzt mal zurückdenkst, auch so in deiner Pro-Gamer-Karriere, nebst des Vorstandsdaseins, dass du sagst, wow, das war was, da erinnere ich mich gern dran zurück, das nehme ich immer wieder gern mit und das begeistert mich auch vielleicht nach wie vor an dem Job. Also klar, mein deutscher Meistertitel 2007 ist es schon her. Die Turniere, die wir in Barcelona, in London gespielt haben, wo ich dabei war, das sind also Highlights, wo man halt mal einfach mal sich einfach nur vorstellen muss, dass man für ein Turnier Computerspieler halt durch die Welt fliegt, also halt nach London, Barcelona fliegt, das sind halt schon Highlights und deutscher Meister, wie gesagt, und jetzt halt im Vorstand, klar, Messen wie hier sind halt auch extreme Highlights. Gibt es einen Job, wo du sagst, ich war jung und brauchte das Geld und deshalb hast du ihn gemacht, der aber vielleicht trotzdem was gebracht hat für dein jetziges Dasein? Also gelernt, ich bin ja gelernter Fahrinformatiker, das heißt, das hat mir halt schon im Verein geholfen, allein die Infrastruktur, wie die Messe auch. Aber ja, es ist halt für viele ein Traumjob, was ich mache. Also all die Mitglieder, die wir haben, wollen es auch gerne machen. Und ja, es ist schon cool, ja. Viele Wege führen dann wahrscheinlich nach Rom oder zum E-Sports am Ende auch. Genau, also es gibt halt keine gewissen Voraussetzungen, wir haben viele Quereinsteiger. Halt, ja. Wenn ich jetzt bei euch mitmachen möchte, mit Zocken oder vielleicht auch in der Organisation helfen möchte, wie kann ich auf mich aufmerksam machen, wie kann ich an euch herantreten? Gibt es da klassische Bewerbungen oder soll ich ein Video schicken, wie ich gezockt habe? Es gibt klassische Bewerbungen, die bei uns eingereicht werden können, per Ticketsystem oder per Mail.
Wir haben halt nicht nur die Profis, wir haben Amateurspieler, wir haben Rookie-Teams, die sich halt entwickeln wollen. Da gibt es halt immer einen Abteilungsleiter. Dieser Abteilungsleiter kümmert sich dann eben um die Bewerbungen, guckt sich Leute an und dann werden die Leute eben an die Teams herangeführt oder eben auch an unsere Position als Management. Das kann man wahrscheinlich auch über eure Website rausfinden, genau, und euch dann anschreiben. Genau. Um jetzt schon mal eine Grundlage zu legen, für einen Gamer hast du ein Gastgeschenk mitgebracht. Erzähl genau kurz was dazu. Genau, ich habe ein Gaming-Gehäuse mitgebracht, das verlost wird, eben damit man eben seinen Rechner optimal kühlen kann. Eben, wenn man eben Hardcore-Gamer ist, braucht man halt viel Kühlleistung und das macht das Gerät. Ja. Und das ist eines der Top-Gehäuse wahrscheinlich, wie ihr sie auch nutzt. Genau. Wir haben das Gehäuse bei uns im Vereinsheim 20 Mal stehen und damit sind unsere Vereinsheimrechte ausgestattet. Dann kann ja nur alles gut werden, wenn dann nachher die entsprechende Hardware da ist. Ja. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank natürlich auch für das Gastgeschenk. Ich drücke weiter die Daumen auch für euren Clan. Dass es vielleicht auch dann wieder zur deutschen Meisterschaft klappt im nächsten Jahr. Und ihr bleibt bitte dran. Seht gleich noch die Mats, wie wir zusammen gezockt haben. Checkt die Verlosung, checkt die Website www.kevincouch.com. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Wenn wir jetzt wissen, wie es bei Benedikt als Vorstand bei Infaculty läuft, zocken wir jetzt natürlich, weil das ist euer Kernthema eigentlich im Clan. Und wir spielen FIFA 2013, du mit Real Madrid, wenn ich es richtig gesehen habe, und ich Barcelona. Ich drücke mal hier irgendwie auf Start und dann geht es auch schon fast los. Was ist denn das Wichtigste in der Vorbereitung zu so einem Spiel, bevor man dann jetzt hart ins Match geht? Also wenn man es halt halb professionell betreibt, dann ist halt die Aufstellung sehr wichtig. Das heißt, dass man sich an sein Spielsystem seine Taktik überlegt, ob man jetzt 4-4-2 in der Raute spielt oder flach, wie auch immer. Das kommt dann immer darauf an, wie man halt sein Spiel spielt. Spielt man bei außen, spielt man halt klassisch 4-4-2 ohne Raute. Wenn man halt eher über die Mitte spielt, spielt man halt mit der 10, mit dem Özil praktisch auf der 10. Und versucht halt so sein Spiel durch die Mitte zu bringen. Das kommt halt darauf an, wie man selber spielen möchte. Das heißt, die Aufstellung ist ja essentiell. Und gibt es da noch irgendwie so ein bisschen was? Wir haben jetzt so Wireless-Controller, das ist ja heutzutage schon fast Standard. Kann man da auch noch irgendwie was optimieren? Oder habt ihr da besondere Sachen dran gemacht, also, dass die leichter sind und schneller sind oder keine Ahnung? Das nicht, aber man kann hier über das Steuerkreuz, kann man halt verschiedene Taktiken aufspielen, dass man zum Beispiel Flügelspiel oder eben, dass man hohen Ballbesitz hat, das kann man halt über dieses Steuerkreuz einstellen. Und jetzt geht es ja auch schon los, ich glaube, ich habe den Ball, ne? Genau, du hast einen Stoß. Um das kurz zu erklären, da kann man jetzt verschiedene Passtechniken, da laufe ich schon, anwenden, indem man unten auf das Kreuz drückt. Da hast du mir den Ball schon wieder abgeluchst, das ist ja schon wieder... Wie kann ich denn den Spieler wechseln? Das ist ja hier oben links die Taste. L1, ne? Ja. Und dann gehe ich da rein, guck, da habe ich den Ball und jetzt gibt es den harten Konter. Deshalb rate ich dir, lauf. Oh, guck mal hier. Ja, wie lange machst du das schon und wie hart hast du jetzt da hier geübt, dass du gegen mich eine Chance hast? Also, Computerspielen selbst, seit 10 Jahren jetzt. Und da war auch immer mal wieder FIFA, war ich angefangen bei FIFA 96 und praktisch jeden Titel mal gespielt. Also schon ein bisschen Erfahrung. Auch wenn es jetzt nicht mein Hauptspiel ist. Also, ich bin halt eher der Typ, der halt professionell Ego-Shooter gespielt hat, also Counter-Strike, da deutscher Meister geworden bin und FIFA war aber immer mein zweites Spiel sozusagen. Aber mit Foulen kommst du da auch nicht, mein Freund. Jetzt habe ich hier schon den Freistoß am Start. Wie ist da das beste Vorgehen in so einem Spiel? Geht man da eher hart rein oder fängt man das auch soft an? Wie ist da die Taktik, wenn man so ein Fußball-Match jetzt anfängt in so einem Clan und danach gewinnen will? Also gerade bei FIFA 12 auf der Playstation, bei FIFA 13 auf der Playstation, finde ich halt, dass Grätschen jetzt nicht so sehr ankommt, sondern dass man halt versucht, schnell an den Spieler zu kommen. Oh, ich wollte dich jetzt gerade... Nicht also ablenken, Torwart hier, ja, der wollte dich fair vom Bein trennen und nicht nur vom Ball. Hat er fast geschafft, irgendwie nicht ganz geklappt. Der Jubel ist dann wahrscheinlich obligatorisch. Wird das auch zelebriert dann im Clan? Das muss ausgehalten werden für den anderen. Jeder Spieler hat so seinen eigenen Jubel. Also man kann ja, ich glaube, es gibt irgendwie 5 verschiedene Jubelszenarien. Und jeder Spieler hat so seinen Lieblingsjubel, den er danach halt zelebriert. Ja. Jetzt, wenn du zockst du eher FIFA. Was ist der konkrete Unterschied zu Pro Evolution Soccer? Ich habe jetzt Pro Evolution eigentlich nicht oft gespielt. Ich habe mir jetzt die 13er Version mal angeschaut. Und ich finde, dass halt Pro Evolution... Okay. Ja, schönes Tor. Also, den gönne ich dir auch, ja? Weil du hast ja schon geübt. Ich muss ja auch mal Fragen stellen, dann ist das umso schwieriger. Genau, ich muss mich da doppelt konzentrieren. Also Pro Evolution finde ich halt dieses Jahr sehr gelungen. Es ist halt so, dass Pro Evolution, finde ich, jetzt im Angriff her ein bisschen einfacher ist. Das heißt, es fallen ein bisschen mehr Tore. Und ich finde, Pro Evolution jetzt gerade bei FIFA 13 Playstation-Version sieht ein bisschen mehr nach Fußball aus. Also es ist nicht so ein ganzes Gestoche halt. Das macht super Spaß. Ich würde sagen, wir zocken jetzt auch noch eine Runde. Ihr bleibt natürlich dran, probiert auch mal die Games irgendwie aus. Und vielleicht werdet ihr auch Pro-Gamer. Zieht euch mehr Informationen auch auf der Website www.capandcouch.com. Und
jetzt mache ich dir mal hier richtig hart ein Tor rein. So ein Fernschuss, 30 Meter oder sowas. Ja?